Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und zwar hat sich was verändert. Ja. Okay, das sieht jetzt gerade hier ein bisschen übertrieben aus. Sieht aus, als ob ich gerade voll undichtes Haar hätte. Ist auf jeden Fall nicht so. Also doch schon ein bisschen, aber jetzt nicht so übertrieben, wie es hier aussieht. Auf jeden Fall, ja, habe ich ein bisschen überlegt. Und zwar habe ich damals sehr viel Sport betrieben. Mittlerweile nicht mehr so, sagen wir mal so 5 Monate. Na, okay, das ist übertrieben. 3 Monate bestimmt kaum noch Sport gemacht. Und ich wollte jetzt mal was ändern. Und dazu passt auch der Haarschnitt, so eine komplette Typveränderung auf den. Ich wollte mehr Sport machen und ich habe mir ein Ziel gesetzt. Und dieses möchte ich auf YouTube dokumentieren für mich. Ich habe auf jeden Fall, ich sollte da rein gucken. Ich habe auf jeden Fall sehr hohe Ziele gesetzt und ich kann jetzt hier nicht rumschreien oder laut reden. Einfach aus dem Grund, schaut mal. Wir haben es jetzt gerade, na, fokussieren, 3 Uhr morgens. Und wie ihr seht, schaue ich mir auch ein paar Fitnessvideos an. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt intensiver mit dem Fitness anfangen möchte. Ich habe eine Zeit lang geboxt, dann ich habe auch eine sehr lange Zeit Fitness betrieben. Ist die Woche eine sehr lange Zeit gut. Ich habe Low Carb auch schon, ich habe so viele Ernährungsformen schon gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, so, weil ich habe es immer so gemacht. Ich hatte immer eine Phase, da habe ich es durchgezogen, da habe ich es auch gemacht. Und da hatte ich wieder eine Phase, da habe ich es gar nicht gemacht, weil ich gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und jetzt ist wieder meine Phase, ich werde es machen, weil vor allem, schaut euch das mal an. Ich habe hier noch so viele Sachen. Okay, was heißt viele Sachen? Hier habe ich einen Booster, mein Whey-Protein, Shaker, Kreatin, so eine Wasserflasche, noch einen Shaker und noch ein Whey. Aber dieses Whey ist schon leer von Sektlos. Wie gesagt, ich habe ja eine Zeit lang sehr aktiv Fitness betrieben, deswegen ist es auch schon leer. Ja, es ist einfach eine Verschwendung und immer wenn ich diese Sachen ansehe, das erinnert mich daran, wie faul ich eigentlich bin und das möchte ich komplett ändern. Ich werde morgen einen Vlog drehen, beziehungsweise heute, wenn ich halt aufwache, werde euch zeigen, was ich so esse und ich sehe gerade, meine Kamera geht leer, das heißt, ich werde schnell, werde ich euch zeigen, was ich esse, wie ich trainiere. Ich werde draußen trainieren, weil ich momentan in keinem Gym angemeldet bin. Das wird sich ändern, aber erstmal möchte ich draußen trainieren, gucken, ob ich Erfolg habe und erst dann melde ich mich im Gym an, weil sonst ist es auch komplette Geldverschwendung. Und falls jemand sich fragt, was das hier ist, das war einmal ein Pickel und jetzt wurde es ein scheiß Herpes, weil ich dachte, der Pickel geht weg, wenn ich was raufschmiere, so eine Salbe. Ich sehe jetzt, was daraus geworden ist. Auf jeden Fall haut rein, Leute, bis morgen und ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir haben es gerade kurz vor 11. Ich bin gerade aufgewacht. Auf jeden Fall beginne ich gleich meinen Tag mit ein bisschen Frühstück. Ich weiß nicht, ob ich mein Frühstück filmen werde, weil da wird meine ganze Familie, guck mal, wie scheiße mein Zimmer aussieht, da wird meine ganze Familie anwesend sein und muss ich schauen. Das ist mir ein bisschen unangenehm, so von Familie so ein bisschen zu filmen. Auf jeden Fall werde ich noch einen Shake trinken, einen Proteinshake. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen schlafen, weil es ist gar nicht meine Zeit. Ich muss ein bisschen fitter sein fürs Training später. Ich blende auf jeden Fall irgendwas ein wegen dem Frühstück. Es wird nichts Besonderes sein, einfach nur zwei Brötchen. Eventuell so ein Backkäse. Okay, der hat ja wenige Kohlenhydrate, so gut wie keine. Oh, meine Kamera. Na gut, Leute, haut rein. Drama Battalion. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still alone. So, ich habe jetzt mein Frühstück gegessen, habe mich ein bisschen frisch gemacht. Aber was heißt ein bisschen frisch gemacht? Ein bisschen meine Haare gestylt und so. Ich weiß, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich um 11 Uhr frühstücken. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt. Und jetzt ist es einfach 12.22 Uhr. Ich bin gerade erst fertig geworden. Also, ich gucke mal hier rein, ich muss da reingucken. So, eine Stunde später habe ich gefrühstückt. Sollte mich nicht runterziehen. Was heißt runterziehen? Aber ist ja auch scheißegal, weil mein Kameramann heute, der pennt noch. Das nervt mich richtig. Ich glaube, ich werde gleich zu ihm rüberlatschen, weil er wohnt nicht weit von mir entfernt. Nicht mal eine Minute zu Fuß. Ich glaube so, das sind 200 Meter, nicht mal so. Ich glaube, ich werde gleich zu ihm rübergehen, ein bisschen Sturm klingeln und ihn richtig nerven, weil was pennt er einfach? Ich wollte in einer Stunde trainieren. Ich hoffe, er ist dann noch wach. Wenn nicht, dann muss ich einfach bei ihm klingeln. Also, und das wollen wir beide nicht. Ich werde auf jeden Fall einen Booster trinken vom Training.
Einfach aus dem Grund, ich habe lange keinen Booster mehr getrunken und ich habe mal wieder richtig Bock drauf durchzuziehen mit dem Training. So richtig auf Pump sein und so. Proteinshake werde ich mir heute wohl lieber nicht machen, erst am Abend, weil ich setze eher immer auf Proteine, welche ich mit der Nahrung zu mir nehme. Sprich Fleisch, Eier, sonst was essen, wisst ihr. Bin jetzt eher nicht so der Fan von Shakes, wegen mit der ganzen Chemie und so. Okay, dann sind zwar alle 8 essentiellen Aminosäuren drin, wo sehr hohe biologische Wertigkeit und so dementsprechend, juckt mich aber nicht. Ich möchte das alles mit der Nahrung zu mir nehmen und keine Chemie in mir reinballern. Außer der Booster und mein Kreatin wird heute keine Chemie in mir reingeballert, hoffentlich. Und dieser Herpes, ne, der nervt mich richtig, ehrlich. Der sieht auf Kamera viel schlimmer aus, als er in echt aussieht. In echt bemerkt man ihn eigentlich gar nicht. So, meine Kollegen haben das alle gar nicht bemerkt, gestern. Aber ist ja auch ein anderes Thema. Da muss auf jeden Fall bis morgen weggehen, weil morgen... Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, weil meine Familie sieht auch das Video und das hat etwas mit Weihnachten zu tun. Also wahrscheinlich sehen die das Video. Auf jeden Fall wird morgen etwas gemacht, wo dieser Herpes nicht sein darf. Für ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Wir rufen den Lieben mal jetzt an. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. So Leute, wir haben es jetzt gleich 14 Uhr und erst gleich gehe ich trainieren mit meinem Kameramann-Kollegen. Aber aus dem Grund, er hat zu lange gepennt, so. Das heißt, ich werde mich jetzt fertig machen, ich werde meinen Booster trinken. Kreatin werde ich nicht zu mir nehmen, ich habe gerade auf meinen Booster geguckt und habe gesehen, da ist Kreatin enthalten. So, es wäre jetzt unnötig, wenn ich jetzt nochmal ein paar Gramm Kreatin raufkippen würde, so 2-3 Gramm. Da hätte ich einen Überschuss und die restlichen Überbleibsel werden eh ausgeschieden, so. Weil die im Körper halt nichts zu suchen haben oder nicht verstoffwechselt werden können. So, ich werde euch auf jeden Fall irgendwas einblenden. Freunde, tut mir leid, wenn das jetzt alles vielleicht nicht ganz so professionell wird, wie von den ganzen YouTubern, die ihr vielleicht kennt. Ich meine, ich mache so ein Video, das ist zum allerersten Mal. Mein Kollege auch, er war davor nie Kameramann oder so. Ich muss ihm vielleicht noch ein bisschen erklären, wie die Kamera hier abläuft. Auf jeden Fall, verzeiht mir, wenn das jetzt nicht ganz so professionell wird. Und ich versuche mein Bestes, auch beim Schneiden. Ich schneide ja alles selber. Und falls ihr euch fragt, welchen Booster ich benutze, das ist der V10 Pumpon Neosubs. Einfach aus dem Grund, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, die Inhaltsstoffe gelesen und das ist ein Booster, einer der wenigen, wo mal kein wirklicher Scheiß drin ist. So, ich habe auch viele Leute befragt, auch viele Trainer, die meinten auch, das ist ein sehr guter Booster, mal keiner, wo irgendein Scheiß drin ist. Und deswegen bin ich ganz froh, der hat auch seine Wirkung, falls ihr wissen wollt, welchen ich benutze. Falls es euch nicht juckt, dann ist es halt so. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier angekommen. Film mal ein bisschen, wie das aussieht. Lazy folks, who just lived their life, no different from the day before. Wir werden jetzt trainieren, weil ich will mich noch nicht in den Fitnesspool anmelden. Einfach aus dem Grund, weil ich das hier Geldverschwendung ist. Also Fitnessstudio wäre jetzt für mich Geldverschwendung, weil ich weiß nicht, wie lange ich das durchziehen werde. Ich möchte das auf jeden Fall durchziehen. Aber erstmal, bis ich ein paar Erfolge habe, werde ich hier trainieren. An den Stangen und an den Bänken. Man kann hier auf jeden Fall sehr viel machen. Ich werde beim Training nicht so viel labern. Einfach aus dem Grund, weil ich durchziehen möchte. Also ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit labern und mich ablenken. Der Kameramann wird auch ein bisschen trainieren. Mhm. Würde ich mal sagen, wir fangen jetzt an. Die Rolex darf auf jeden Fall auch nicht fehlen beim Training. Aber dieses Schätzchen muss auf jeden Fall jetzt abgesetzt werden. Auf jeden Fall werden wir es jetzt hier ein bisschen aufwärmen. Es ist, ich weiß nicht, 0 Grad oder so. Deswegen sind die Gelenke auf jeden Fall kalt. Wir müssen uns aufwärmen, sonst kriegen wir irgendwelche Verletzungen. Wir wollen ja nicht enden wie Kevin Walter. Also wir machen jetzt erstmal einen Aufwärmsatz. Wir trainieren erstmal die Brust, weil wir die danach gar nicht mehr hier belasten werden. Aufwärmsatz, damit die Brust wirklich warm ist. Und fangen wir jetzt mal ganz klassisch an. Nicht erhöhte Liegestütze sind das.
sind jetzt gleich bei der, warte, hier ist scheiß Licht. Wir sind jetzt gleich bei der allerletzten Übung. Jetzt wird noch ein bisschen der Bizeps aufgepumpt. Wir sind kaputt, also ich habe mehrere Monate auf jeden Fall keinen Sport mehr gemacht. Und ich bin echt tot, schon nach den ersten 2-3 Übungen war ich echt kaputt. Für jemanden, der so lange keinen Sport gemacht hat, ist sowas echt anstrengend. Vor allem, ich wiege jetzt ungefähr 90 Kilo. Vor ein paar Monaten habe ich 75 gewogen. Ist sehr schwer, jetzt mit so einem Körpergewicht irgendwie zu arbeiten, wenn man es gar nicht gewohnt ist. So, jetzt sind wir bei der letzten Übung. Ich bin kaputt, echt. Meine Arme, die fühlen sich an wie Wackelpudding, mein ganzer Oberkörper. Auf jeden Fall werden wir jetzt so Bizeps trainieren. Ich weiß gar nicht, wie man Bizeps trainieren soll. Deswegen werden wir jetzt hier so ranhängen und Atmen durchstehen und dann einfach so den Bizeps pumpen. Wir sind jetzt fertig mit dem Training. Das fällt mir gerade voll schwer, meine Kamera zu halten, weil meine Arme sind echt zerstört. Wir wollten jetzt noch auf spontan schwimmen gehen. Da kann ich nicht filmen. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt unsere Schwimmsachen holen, gehen schwimmen. Bisschen noch Cardio, bisschen noch Bahn schwimmen. Das trainiert auch voll gut die Schultern. Und einfach damit der Muskel ein bisschen entspannen kann. Haut rein. So Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ich packe jetzt meine Trainingstasche. Ach, was rede ich da? Ich bin echt kaputt vom Training. Meine Kamera ist voll beschlagen, weil es hier drin so warm aus auf einmal. So, ich packe jetzt auf jeden Fall meine Schwimmtasche und treffe mich schon in 5 Minuten wieder mit meinem Kollegen. Das heißt, Portemonnaie einpacken, Schwimmtasche, mein Gesicht ist voll rot. Ich bin echt am Arsch, ich kann die Kamera nicht halten, ich muss die so absetzen. Das war echt ein hartes Training, ich habe nicht alles gefilmt. Naja, jetzt geht's ab zum Schwimmen. Meine Kamera beschlägt die ganze Zeit, ey, weil es hier einfach zu warm ist. Bis gleich, Leute. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Ich habe mir auf schnell nochmal einen auf den so von Neosubs einen Shake gemacht. Ich wollte eigentlich meine ganzen Proteine in Nahrung zu mir nehmen. Ging aber nicht, weil ich jetzt keine Zeit hatte. Esse auf jeden Fall gleich noch eine Banane, damit ich ein bisschen Power habe. Dann geht es zu einer kleinen Cardio-Einheit und ein bisschen entspannen. So, wir sind jetzt in der Schwimmhalle angekommen. Man kann hier aber nicht drin filmen, ist auch verständlich. So, wir waren jetzt schwimmen. Eine Gemüsesuppe trinke ich jetzt gerade hier. Puh, ist auf jeden Fall kalt. Gleich gehen wir noch ein bisschen spazieren, dann nach Hause und was essen. Und da muss ich mal schauen. Ich wollte eigentlich in der Schwimmhalle filmen, aber ging halt nicht. Dort ist ein Kameraverbot. War auch nichts Besonderes. Wir sind einfach ein paar Bahnen geschwommen, haben unsere Schulter jetzt nochmal, weil wir die kaum trainiert haben und Beine auch nicht, haben wir das jetzt nochmal trainiert mit Schwimmen. War auf jeden Fall sehr anstrengend. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ist echt schwer, die Kamera zu halten. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal mich umziehen und von diesen Klamotten hier erstmal wegkommen. Bis gleich. So, was geht ab? Ich habe mich jetzt umgezogen und zwar wollte ich mich bedanken, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Egal wer, dass du jetzt dieses Video hier angeschaut hast. Dankeschön dafür. Ich möchte keine Likes haben, also um Likes geht es mir echt gar nicht. Das ist einfach nur, ich möchte es für mich selber dokumentieren. So. Aber was mich immer gerne interessiert, könnte ich irgendwas besser machen? Also keine Ahnung, so irgendwie von solchen Stativ mitnehmen, weil ich habe auch ein Kamerastativ. Soll ich da eins vielleicht mitnehmen, so wenn ihr das Video geschnitten seht, ich werde es auch heute noch schneiden. Soll ich irgendwas anderes reinmachen von Effekten her oder irgendwie sowas? Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, kreative Ideen, schreibt sie in die Kommentare. Wenn nicht, dann nicht. So ist halt so. Ich werde was essen, das werde ich euch jetzt einblenden. Ich habe selber noch keine Ahnung, was ich essen würde. Ich denke mal, irgendwas vielleicht ein bisschen kartoffelmäßig ist. Auf jeden Fall noch Eier. Ein paar Ballaststoffe. Ich glaube, ich mixe mir so ein bisschen Chiasamen in einem Glas Wasser, rühre ein bisschen umtrinke dann. Muss ich auf jeden Fall mal schauen. Ich habe echt Hunger. Ich habe heute, für einmal geht das Licht hier an. Ne? Ich habe heute kaum was gegessen. Ich habe heute nur 1,5 Scheiben, was glaube ich, 1,5 Brötchen gegessen. Einen Shake getrunken auf dem Weg in die Schwimmhalle und eine Banane. Sonst nichts. Vielen lieben Dank, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Wie gesagt, ich bin kein professioneller YouTuber, ich bin auch kein professioneller Fitness-YouTuber oder sowas. Ich will einfach jetzt nur meinen Weg dokumentieren. So, meine nächsten Monate. Werde vielleicht, ich habe ja auch, was heißt ein bisschen Ahnung, so, ich weiß halt ein bisschen was, so, sagen wir es so.
über Ernährung, Fitness, Gesundheit, Körperbau, sowas halt. Werde ich vielleicht immer halt, wenn ich was mache, erklären, warum ich dies mache, damit ihr es nachvollziehen könnt. Vielleicht wollt ihr auch irgendwas erreichen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr abonnieren würdet, und haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.